Ja, wir sind wieder hier in Holland. Es hat sich richtig viel getan in einer Woche. Wenn ihr die Bilder von letztem Mal noch erinnert, da wo ich jetzt gerade stehe, standen früher Regale, die sind jetzt weg. Draußen ist richtig viel passiert. Die Maschine nimmt auch schon Form an. Ja, wir führen euch gleich mal rum. Ich bin schwer begeistert. Wir waren ja letzte Woche noch hier, da war hier draußen der Beton fertig. Und so ist man eine Woche später da und auf einmal ist hier wieder alles anders als vor einer Woche. Also die haben richtig Gas gegeben. Man sieht einen schönen Kran, man sieht die ganzen Stahlpfosten schon. Ja, wenn das so weitergeht, sind wir ja in ein paar Wochen schon fertig. Aber es muss auch so sein, weil wir haben ja im September, wollen wir ja das Dach drauf haben, also es läuft. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Baustelle ein bisschen an. Odin ist auch wieder mit von der Partei heute. Ja, also hier werden wir jetzt noch einen Betonstreifen betonieren. Das ist der letzte Betonabschnitt für diese Halle. Ja, ansonsten sind sie da schon zugange mit der Kranbahn drauflegen. Die sorgt natürlich auch für Steifigkeit in der Halle. Jetzt werden die ganzen Querverbinder dran gebaut und ja, also wenn die so weiterarbeiten, sind die wirklich in einer Woche fertig. Ich bin richtig begeistert. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen soll. Ja, also wir haben jetzt ja wieder neue Maschinen bekommen, kleinere, und damit die nicht da hinten in der großen Halle stehen, stellen wir die hier in den Lager rein. Aber der Durchgang ist zu klein und deswegen muss Scheppe jetzt mal eben hier ein bisschen sägen. Aufgaben gibt es hier genug, das habt ihr schon mitbekommen bis soweit. Wenn ich gucke, wo ich am meisten, wo ich am meisten die Energie brauche, ist toch die Planung zu kommunizieren und auch abzustimmen mit allen unterschiedlichen Leuten und Geschäften. Ja, das sind ja andere Leute, die Halle bauen, wie als wir die Fundamente machen draußen. Aber auch die Jungs hier von MTE sind hier, die stellen die Maschine ein. Da gibt es auch noch die deutsche Bauunternehmer, die hier die Fundamente machen. Das soll ja alles volgens Plan gehen. Man braucht ja alles überall Materialien für. Zum Beispiel für die Fundamente brauchen wir Eisen, Schalung, Beton. Das machen die Jungs teilweise selber, aber die brauchen da auch ein bisschen Hilfe mit zu sagen, okay, zuerst machen wir das, dann machen wir so und dann machen wir so. Kommt Felix noch zwischendurch und macht wieder Planänderungen und so? Ja, Felix, der macht wieder Planänderungen oder Maschinenänderungen und ja, da geht's wieder. Hast du ein Kabel von 50 Meter bestellt, es soll dann wieder 70 sein, ja. Ein Kabel kürzer machen geht ja, aber länger, das wird schon wieder schwierig. Sonst, ja, der Elektriker haben wir auch noch. Jungs von die Kräne, alles soll laufen. Man braucht elektrisch für die Maschine in Betrieb zu nehmen. Ja, das soll alles arrangiert werden. Also, bis soweit haben wir eine gute Planung. Es läuft auch irgendwo schon richtig volgens die Planung, also geht schon gut soweit. Aber das braucht aber ja, genug Energie, ist auch am anstrengendsten. Ja. Motivation bekomme ich schon nur aus, was man guckt, was wir machen. Ja, ich mache ja die Planung und auch die Hallenlayout, also wo die Maschinen hingestellt werden. Wir machen das nicht nur so. Oh, da haben wir Platz, da stellen wir diese Maschine hin. Da haben wir noch ein bisschen Platz, da stellen wir wieder etwas anderes hin. Nee, wir haben wirklich darüber nachgedacht. Also hier kommt Material rein, wir machen einen Flow durch die Fabrik. Und also von vorne bis hinten haben wir überall darüber nachgedacht. Also das gefällt mir schon und da fängt es an. Also wir bauen selber etwas auf, ja, vom Grund ab. Und wir denken überall gut darüber nach. Ich denke schon, das wird, wenn es einmal läuft, voll geil. Ja, ja, warte mal, da hat irgendjemand wieder einen Musiker. Hey, mach die Musik wieder aus. Habe ich gemacht. Mach du selber. Entschuldigung. Ja, also das. Da musst du auch reinmachen, ne? Natürlich. Arschlöcher! Ey! Du hast ja ein bisschen, du hast ja gerade nachgefragt, was uns denn antreibt. Also Jochen und ich waren ja, haben uns ja also früher schon kennengelernt und wir waren auch in der gleichen Schule. Und ich glaube, die Schule hat uns damals schon irgendwie das richtige Mindset mitgegeben, dass man eben im Leben, wenn man was erreichen will, das auch selber in der Hand nehmen möchte oder muss. Ja, das sehe ich sowohl bei Jochen als auch bei mir auch. Wir wollen eben was Großes aufbauen und deswegen ist das für uns alles der normale Lebensstil, den wir jetzt hier gerade pflegen, auch wenn das für andere vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig vorkommt. Aber da ist eben die Planung auch sehr wichtig. Aber
Wir machen es halt gerne. Also wir brauchen sowas in unser Leben, um eben auch eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Ja, heute war schon wieder Weihnachten. Letzte Woche war ja Weihnachten, diese Woche wieder. Ich glaube, ab jetzt wird einfach jede Woche Weihnachten sein. Also hier haben wir schon mal eine Bohrmaschine bekommen. Da steht eine kleine Walze. Da hinten ist noch eine Horizontalpresse. Da drüben steht eine Säge. Und hier ist eine Drehbank, so für interne Dreharbeiten. Und ja, wir werden das noch nicht dahin stellen, wo es hinkommt. Wir sammeln das jetzt erstmal hier im Lager. Komm, Odin. Damit wir dann eben später, wenn wir so ein bisschen, wenn Ruhe eingekehrt ist, dass wir dann so eine kleine Werkstatt errichten können. Hier wird wahrscheinlich auch noch die komplette Decke rausgenommen, die Küche kommt raus. Und das ist jetzt erstmal einfach unser Lager, damit wir auch einen Platz haben, um unsere ganzen Sachen, die jetzt jeden Tag kommen, mal so ein bisschen so hinzustellen, dass sie nicht im Weg rumstehen. Mach mal vorbildlich, super. Ja, das war es wieder für heute. Meine Eltern sind auch heute hier. Ich gehe gleich noch was essen mit denen und ja, ich würde sagen, lasst uns ein Abo da, den Daumen hoch und wir sehen uns wahrscheinlich wieder in der nächsten Woche. Schön, dass ihr wieder reingeguckt habt und ich hoffe, dass nächste Woche sich genauso viel getan hat wie diese Woche. Ciao.